Ja, damit hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Abend an alle zusammen. Wir warten jetzt noch auf die letzten Teilnehmenden, die hier nach und nach eintrudeln. Ich freue mich sehr, Sie heute wieder bei einem Webinar von uns begrüßen zu dürfen. Heute mit dem Thema Fraktursonographie, Knochenbrüche sicher mit Ultraschall diagnostizieren. Und das mache ich nicht alleine, sondern wir haben heute einen Experten im Haus, Herrn Dr. Ackermann. Ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen hier. Schön, dass Sie heute an meiner Seite stehen und heute hier referieren werden. Ich freue mich sehr auf den Vortrag. Schön, dass Sie da sind. Ja, guten Abend. Ihnen nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ich würde vorab noch ein, zwei Worte verlieren wollen. Zum einen wird die Veranstaltung aufgezeichnet bei dem einen oder anderen, bei dem es also Probleme geben sollte. Morgen gibt es eine Video-on-Demand-Version für Sie nochmal per Mail zur Verfügung gestellt und für alle Angemeldeten, die es leider heute nicht schaffen konnten, teilzunehmen. Gleichzeitig würde ich Sie bitten, wenn Sie Fragen haben während der Präsentation, diese einfach in dem Chat festzuhalten. Den finden Sie unten rechts in der Ecke, die kleine Sprechblase, einfach dort reinschreiben, sobald Ihnen eine Frage in den Sinn kommt. Wir werden später am Ende des Vortrages nochmal eine Frage- und Antwortrunde machen, wo wir dann nach und nach diese Fragen versuchen werden zu beantworten. Ich glaube, viel mehr brauche ich jetzt gar nicht mehr zu verlieren und würde an der Stelle einfach an Sie übergeben, Herr Bergermann, wenn Sie Ihren Bildschirm teilen wollen, dann können wir hier eigentlich auch direkt durchstarten. So, meine Damen und Herren, ich darf mich noch einmal ganz kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Ole Ackermann. Ich bin Orthopäde Unfallchirurg. Ich habe lange Jahre als ärztlicher Leiter einer Kindertraumatologie in der Maximalversorgung gearbeitet. Wir forschen mit einigen Kollegen, nicht ich allein, mit einigen Kollegen zusammen seit 2004 ungefähr an der Fraktursonographie und dazu schon einiges veröffentlicht. Und wir haben jetzt nach langwieriger Tätigkeit im Februar die Leitlinien Fraktursonographie veröffentlichen können, wo sich acht Fachgesellschaften mit viel Effe reingebracht haben. Vielleicht haben Sie es schon gesehen. Und ich möchte Ihnen nun so ein bisschen mal die Grundlagen der Fraktursonographie ein bisschen näher bringen. Das ist natürlich ein bisschen ein Parforce-Ritt, aber ich hoffe, Sie können einiges davon mitnehmen. So, erstmal, warum sollen wir überhaupt schallen? Wir haben doch das Röntgen. Ich bin mit dem Röntgen aufgewachsen. Sie sind wahrscheinlich alle auch mit dem Röntgen aufgewachsen. Was heißt der Vorteil des Ultraschalls? Erstens, und das wissen Sie, kindliches Knochengewebe ist deutlich strahlenempfindlicher als das von Erwachsenen. Deswegen haben wir einen Schwerpunkt der Fraktursonographie auch in der Kindertraumatologie. Warum ist das so? Sie haben einen höheren Wasseranteil im kindlichen Knochen und dadurch wird mehr Strahlung absorbiert. Und nur die absorbierte Strahlung ist ja die, die im Gewebe Schaden anrichtet. Das heißt, höherer Wasseranteil, mehr Strahlung bleibt im Gewebe hängen und kann dadurch mehr anrichten. Dann haben Sie einen höheren Anteil am proliferativen Knochenmark und zwar in den Extremitäten. Die meisten Röntgenbilder werden ja an den Extremitäten gemacht und nicht an der Wirbelsäule. Beim Erwachsenen ist das so, dass der Großteil des proliferativen Knochenmarks in der Wirbelsäule und im Becken steckt. Bei Kindern haben sie aber zu 35% das in den Extremitäten. Das heißt, das, was häufig geröntgt wird, hat auch sehr strahlenempfindliches Gewebe. Und das ist natürlich ein Argument gegen das Röntgen. Und deswegen, Sie kennen das ALARA-Prinzip, muss der Einsatz diagnostischer Röntgenstrahlung streng indiziert sein. Und das natürlich vor allem in der Kindertraumatologie. Jetzt haben wir mal zusammengestellt, wie viele Röntgenaufnahmen gemacht werden und wie viele davon zeigen eigentlich eine Pathologie. Denn eigentlich ist ja ein Röntgenbild, das keine Verletzung zeigt, im Prinzip unnötig. Die brauchen wir eigentlich gar nicht. Die werden wir nie auf Null drücken können. Denn natürlich wollen wir nicht nur eine Fraktur nachweisen, wir wollen die ja auch ausschließen. Und hier sehen Sie mal die Grafik von einer Kindertraumatologie von dem Kollegen Kolja Eckert aus Essen, wo die Kollegen schon darauf achten, dass sie möglichst wenig Röntgenaufnahmen machen. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite, dass nur 25% der Röntgenaufnahmen letztendlich auch eine Fraktur zeigen. Also könnte man theoretisch 75% einsparen. Wir wollen das mit der Fraktursonographie versuchen, dieses Verhältnis ein bisschen zu verbessern. Aber wie gesagt, ganz auf 100% werden wir natürlich nie kommen dabei. Was sind die Unterschiede zum Röntgenbild? Erstens, wir müssen wissen, das Röntgenbild gibt uns immer ein Summationsbild des Knochens. Sie kennen zum Beispiel das Handgelenk. Da werden immer alle Knochen, alle Weichteile dargestellt. Das heißt, Sie sehen im Prinzip alle knöchernen Strukturen. Wenn Sie einen Ultraschall machen, sehen Sie immer nur die erste Kortikalis. Es gibt eine Ausnahme, das ist beim kindlichen Schädel. Da können Sie auch mal durch die Kortikalis durchschallen. Aber sonst sehen Sie immer nur die erste, also die schallkopfnahe Kortikalis des Knochens. Und das müssen Sie eben wissen, wenn Sie die Bilder beurteilen.
Dann müssen Sie wissen, dass Sie keinen intraossären Prozess darstellen können. Das heißt, Sie können zum Beispiel keinen intraossären Tumor, Sie können keine Knochenzyste darstellen, Sie können eine Osteomyelitis nicht darstellen, Sie können keine Osteogenesis imperfecta darstellen. Das heißt, wenn Sie das abklären wollen, müssen Sie zu anderen Maßnahmen, zum Beispiel zum Röntgenbild greifen. Dann ist ein Unterschied, der ist selten von Belang, aber manchmal eben doch. Sie können eben im Ultraschall nur die Breite an Knochen darstellen, die Sie auch so breit wie Ihr Schallkopf ist. Also im Allgemeinen 4 bis 7 Zentimeter. Und das geht mit dem Röntgen, da können Sie ein ganzes Bein röntgen, wenn Sie eine lange Platte haben. Früher gab es ein Babygramm, da haben Sie ein ganzes Kind aufgenommen. Das geht mit dem Ultraschall nicht, sondern Sie müssen dann das Ganze sequenziell abfragen. Das kann mal dann von Belang sein, wenn es zum Beispiel um die Achsabweichung bei einer proximalen Tibiafraktur beim Kind geht, wo Sie schon eine kleine Achsabweichung nicht tolerieren wollen. Oder zum Beispiel bei einer Bowing Fracture. Die können Sie mit dem Röntgen schon nicht gut darstellen und mit dem Ultraschall noch schlechter. Also ein paar Limitierungen haben Sie da schon bei. Und dann ist es so, dass immer gefragt wird, kann ich eigentlich die Achse gut bestimmen mit dem Ultraschall? Ja, das können Sie, nur Sie nehmen eben nicht wie mit dem Röntgen sozusagen den Zentralstrahl. Also Sie legen keine Achse durch das Knochenzentrum, sondern Sie nehmen immer die kortikale Oberfläche. Und ich werde Ihnen nachher zeigen, dass das aber trotzdem gut funktioniert. Was sind die Vorteile der Fraktursonographie? Natürlich, wir haben keine ionisierende Strahlung. Sie können die Gegenseite schallen. Sie wissen vielleicht, Lutz von Lahr hat mal gesagt, eine Fraktur, die man auf der verletzten Seite nicht sieht, kann man auch auf der Gegenseite nicht sehen. Das ist richtig, aber manchmal möchte man eben doch einen Seitenvergleich haben. Das können Sie mit dem Ultraschall sehr schön machen, ohne dass Sie den Patienten mehr belasten. Dann haben Sie eine überlagerungsfreie Darstellung der Knochenoberfläche. Wenn Sie sich vorstellen, Röntgenbild, Handgelenk seitlich, überlagern sich Radius und Ulna immer beide im Bild. Wenn Sie den Ultraschall machen, dann haben Sie eben nicht diese Überlagerung, sondern Sie sehen immer die Knochenoberfläche, die Sie dann darstellen. Dann haben Sie den Vorteil einer multiplanaren Darstellung. Das heißt, Sie suchen sich die Ebene aus, in der Sie den Ultraschall machen. Wenn Sie ein Röntgenbild machen, kriegen Sie die zwei Ebenen, die Ihre MTA Ihnen vorgibt. Und wenn Sie mehr haben wollen, müssen Sie den Patienten nochmal hinschicken und nochmal mehr Ebenen machen. Und im Ultraschall suchen Sie sich aber, während Sie untersuchen, genau die Ebene aus, die Ihnen am besten passt. Das ist ein Vorteil bei der Bestimmung der Achsabweichung. Denn Sie suchen sich mit dem Ultraschall immer die Ebene raus, wo Sie die größte Achsabweichung darstellen können. Und dann haben Sie die korrekte, also die wahre Darstellung der Achsabweichung. Dann können Sie den Epiphysenknorpel so indirekt darstellen. Den sehen Sie ja im Röntgenbild überhaupt nicht. Wenn Sie ein Röntgenbild von einem kindlichen Knochen sehen oder von, zum Beispiel von einem kindlichen Handgelenk, denkt man immer so im Hinterkopf, da ist gar kein Knochen. Aber Sie wissen das wahrscheinlich. Die Knochen sind beim Kind genauso da wie beim Erwachsenen. Nur die knorpeligen Anteile sehen Sie eben im Röntgenbild gar nicht. Aber wenn Sie das Kind aufschneiden, dann sehen Sie die Knochen genauso, nur halt als Knorpel. Und im Ultraschall können Sie halt durch eine Auslöschung den Epiphysenknorpel darstellen. Sie wissen, wo der ist. Aber das ist natürlich besser als im Röntgen, aber so richtig visualisieren können Sie ihn auch nicht. Dann können Sie begleitend noch Weichteilprozesse darstellen, also ein Gelenkerguss, ein Hämatom. Sie können die entsprechenden Gefäße direkt mitbeurteilen. Das ist ein weiterer Vorteil der Fraktursonographie. Und Sie können eine Funktionsdarstellung machen. Das heißt, wenn Sie sich zum Beispiel bei einer Fraktur nicht sicher sind, ist die stabil oder instabil, dann können Sie unter dem Schall direkt ein bisschen bewegen und gucken, ist, ob die stabil oder instabil ist. Ist eine sehr seltene Indikation. Denn meistens wissen Sie schon anhand der Morphologie, ob die Fraktur stabil ist. Und es ist natürlich auch schmerzhaft. Aber im Prinzip haben Sie die Möglichkeit, das zu tun. Und ein sehr großer Vorteil ist, Sie müssen die verletzte Extremität nicht manipulieren. Das heißt, wenn Sie ein Röntgenbild machen, dann muss die Extremität gelagert werden. Wenn wir mal die Hauptindikation nehmen, zum Beispiel das distale Handgelenk im Kindesalter, dann brauchen Sie eine seitliche und eine AP-Ebene. Und die muss Ihre Röntgen-MTA dann eben auch richtig lagern, sonst kriegen Sie die falsche Aufnahme. Und wenn Sie einen Ultraschall machen, dann nehmen Sie den Schallkopf und führen den um die Extremität drumherum. Das heißt, das Kind in diesem Falle kann halt den Arm so halten, wie es gerne möchte, wie es für ihn am angenehmsten ist. Und Sie fahren im Ultraschall drumherum. Und darum ist der Fraktur-Ultraschall auch schmerzärmer als das Röntgen. Das zeige ich Ihnen nachher noch. Und Sie können eine nahezu beliebige Lagerung machen. Das heißt, das Kind bleibt im Raum. Die Eltern können dabei bleiben, kann auch auf dem Schoß der Eltern sitzen. Das ist viel angstfreier für die kleinen Patienten. Was brauchen Sie für ein Gerät? Sie brauchen ein Ultraschallgerät und einen Linearschallkopf. Alles andere ist egal. Ich habe ein altes Siemens-Gerät, das 12 Jahre alt ist, mit dem kann ich das auch machen. Ich habe auch noch ein paar neuere Geräte, aber mit dem geht das auch. Also alles, was Sie brauchen, ist ein Ultraschallgerät und ein Linearschallkopf. Alles, was noch funktioniert, ist dafür geeignet. Der Impedanzunterschied zwischen Weichteilen und Knochen ist so groß, das können wir immer alles sehen.
Wie ist im Prinzip der Untersuchungsgang? Natürlich, wie immer, bei jedem Patienten, Sie fragen nach dem Unfallhergang, damit Sie wissen, was ist passiert. Also, war es ein Bagatelltrauma, war es ein richtiger Unfall? Dann machen Sie eine klinische Untersuchung. Sie wollen ja nicht das ganze Kinn untersuchen, sondern Sie wollen die Region eingrenzen, die Sie untersuchen wollen. Das geht ganz gut. Sie müssen halt fern der Schmerzen anfangen zu palpieren. Und je näher Sie zu der Region kommen, wo es wehtut, ist man eben immer vorsichtiger beim Palpieren. Das geht auch bei kleinen Kindern gut. Sobald die einen Ton sagen können, ist das ganz gut machbar. Bei ganz kleinen Kindern ist es ein bisschen schwierig. Dann nehmen Sie den besten Schallkopf, den Sie haben. Sie machen immer longitudinale Darstellungen der Corticalis, also Querschnitte brauchen wir nur extrem selten in Ausnahmefällen. Das sieht mal rechts so aus, da sehen Sie mal den Schallkopf und da sehen Sie darunter noch, warum die Dokumentation wichtig ist. Denn wenn Sie sich die beiden Bilder darunter angucken, wo ich auch hingeschrieben habe, distaler Femur oder distales Femur heißt es eigentlich von einem kleinen Jungen, das könnte auch ein Handgelenk sein. Das heißt, Sie können auf dem Ultraschall nicht genau erkennen, welchen Knochen haben Sie vor sich, welche Ebene haben Sie vor sich. Das heißt, das müssen Sie alles dokumentieren. Und zu jedem Bild aufschreiben oder dazu dokumentieren, welcher Patient, welche Lokalisation, also Handgelenk, Knie, Fuß oder was auch immer, und die Ebene, die Sie dabei röntgen. Wenn Sie sich ein Schema machen und immer den gleichen Ablauf machen, dann können Sie sich das natürlich vereinfachen mit der Dokumentation. So, und das, was Sie sehen, diese erste Linie, wenn Sie die Bilder angucken, die erste wirklich scharfe Linie, das ist dann die Corticalis. Manchmal tut man sich ein bisschen schwer, die zu unterscheiden von den Weichteilen, wenn Sie sich die Bilder angucken und das den rechten Teil wegdenken, dann weiß man nicht so genau, welche Linie brauche ich eigentlich. Und deswegen sollten Sie immer ein bisschen Richtung Gelenk gehen. Und sobald Sie einen Teil vom Gelenk mit abgebildet haben, sehen Sie sofort, welche der Linien, die Sie da sehen, ist der Knochen und welche sind die Weichteillinien. Und dann gerade der Epiphysenknorpel, der erscheint eben echofrei. Sie sehen das in dem mittleren Bild ganz schön. Da sind so kleine Knorpelinseln drin. Sie sehen das als Kontur, aber den Knorpel selber, wie gesagt, können Sie nicht gut darstellen. Dann will ich Ihnen mal die Frakturzeichen kurz ein bisschen näher bringen. Das sind eigentlich nur sehr wenige. Das erste ist die, hoppla, ja, wieder zurück. Das erste ist links im Bild die Wulstbildung. Mal eben gucken. Will er nicht. Das macht er nicht. Das ist die Wulstbildung, wo Sie eben so einen kleinen Hubbel sehen, wo er nicht hingehört. Das ist im Wachstumsalter eine sehr häufige Frakturform. Wenn Sie dann zum mittleren Bild übergehen, dann sehen Sie einerseits die Achsabweichung, auch ein sicheres Frakturzeichen, und Sie sehen eben den Frakturspalt selber. Und auf der rechten Seite, das ist ein Bild des distalen Humerus von Dorsal, da sehen Sie einen Gelenkerguss, das ist diese echoreiche Zone in der Mitte. Das ist ein indirektes Frakturzeichen. Das heißt, mit den vier Zeichen, das heißt die Wulstbildung, die Achsabweichung, die Darstellung des Frakturspaltes und dem Gelenkerguss, haben Sie alles, was Sie an Zeichen sehen können, in der Fraktursonographie zusammen. Gibt es auch Kontraindikationen? Natürlich gibt es Kontraindikationen. Erstens der Verdacht auf intraossäre Prozesse, also Osteomyelitis, Knochenzysten, vielleicht eine Tumorbildung, irgendwie sowas. Da müssen Sie immer eine weitere Bildgebung mit dazu nehmen. Dann offene Verletzungen natürlich. Sie wollen ja mit dem Ultraschall nicht in einer offenen Verletzung hantieren. Bei erstgradig offenen Frakturen, bei einer Schürfung zum Beispiel, geht es noch. Aber alles, was höhergradig ist, können Sie natürlich nicht mit der Fraktursonographie untersuchen. Dann offensichtliche Fehlstellungen ist eine relative Kontraindikation. Wir empfehlen zum jetzigen Zeitpunkt, wenn Sie eine sichere Operationsindikation sehen, dann sollten Sie immer ein Röntgenbild machen. Und dann können Sie sich eigentlich die Fraktursonographie sparen, weil Sie damit nicht mehr Informationen bekommen, als Sie die mit dem Röntgen auch kriegen. Und es ist technisch auch schwierig, eine große Achsabweichung darzustellen, weil Sie sehr viel Ultraschallgel brauchen. Also wenn Sie schon sehen, dieser Patient muss ohnehin operiert werden, dann würde ich keinen Schall mehr machen, dann würde ich direkt zum Röntgenbild übergehen. Wenn Sie eine Verdacht auf Verletzungen von Nerven und Gefäßen haben, das ist eine Kontraindikation für die Fraktursonographie. Sie können natürlich die Nerven oder Gefäße mit dem Ultraschall darstellen. Sie sollen sich aber nicht mehr auf den Knochen konzentrieren. Warum ist das so? Wenn Sie eine mehrfragmentäre Fraktur haben, brauchen Sie ja auch ein Röntgenbild. Die können Sie nicht vollständig mit dem Ultraschall darstellen. Und deswegen müssen Sie für die Beurteilung von solchen Schäden immer ein Röntgenbild machen. Wenn Sie eine Nerv- oder Gefäßverletzung haben, haben Sie ja per Definition immer schon eine höhergradige Knochenverletzung auch dabei, wenn das eine Folge der Fraktur ist. Das heißt, da können Sie zwar die Weichteile darstellen, ich würde mich aber nicht auf den Knochen konzentrieren, da verlieren Sie nur Zeit und Sie müssen eh ein Röntgenbild machen.
Dann haben wir schon gesagt, Frakturen mit einer sicheren OP-Indikation würde ich auch auslassen. Ungenügende Patientencompliance ist ein Punkt, der immer wieder angesprochen und befürchtet wird. Sie können sich sicher sein, die allermeisten Patienten tolerieren das sehr gut. Die Kinder machen das sehr gut mit. Wer manchmal incompliant ist, sind die Eltern. Das sind übrigens nicht die Lehrer, sondern das sind dann meistens Radiologen oder MTAs. Wenn sie merken, die Eltern wollen das nicht, dann machen sie ein Röntgenbild. Denn wenn sie das nicht machen, dann laufen die halt zum nächsten Patienten, zum nächsten Arzt und sagen, der hat nur Ultraschall gemacht. Ich habe da früher diskutiert, das mache ich gar nicht mehr. Ich sage jetzt immer, okay, wenn sie ein Röntgenbild wollen, dann machen wir eins. Ich würde es aber nicht unbedingt machen. Dann will ich Ihnen so ein bisschen die Indikationen nahebringen. Erstens, die häufigste Indikation bei Kindern ist die distale Unterarmfraktur. Wir haben damit angefangen mit einer Multicenter-Studie mit drei großen Kliniken, haben da alle Kinder eingeschlossen, die jünger als 12 Jahre alt waren, die jünger als 13 waren. Warum nur bis zu diesem Alter? Weil sich danach die Wachstumsfugen schließen. Und sobald die Wachstumsfugen geschlossen sind, kommen intraartikuläre Frakturen dazu und die können Sie nicht gut darstellen. Also Indikation bis zum 12. Lebensjahr im Kindesalter. Ausgeschlossen wurden dann alle Patienten mit offenen Verletzungen und Nervenläsionen, die waren natürlich nicht dabei. Das Vorgehen war natürlich erst klinische Untersuchung, dann die Ultraschalluntersuchung in 6 Schnitten. Das zeige ich Ihnen mal hier. Das heißt, Sie setzen sozusagen den Schallkopf dorsal über dem Radius auf, fahren einmal ums Gelenk drumherum und dann haben Sie das Handgelenk in 6 Ebenen dargestellt und haben dann 6 Bilder und haben alle Knochen aus jeweils 3 Richtungen gesehen. Dann haben wir das Ganze dokumentiert, haben geschrieben, wie schätze ich die Dislokation an und wie die Therapie, haben danach ein Röntgenbild gemacht und das Ganze verglichen. Und hier zeige ich Ihnen mal ein Bild. Sie sehen, das Bild ist von 2007 mit einem alten Siemens-Gerät. Das habe ich jetzt nicht mehr, aber das hatten wir damals noch. Und sogar auf dem Bild können Sie eindeutig die Fraktur erkennen. Wenn wir das mal überblenden mit dem Röntgenbild, dann sehen Sie, das sieht auf dem Ultraschall genauso aus, wie Sie das vom Röntgenbild auch kennen. Das heißt, die Morphologie, das Bild der Fraktur, das sehen Sie genauso, wie Sie es vorher auch schon kannten, nur halt auf dem Ultraschallmonitor und nicht mehr auf dem Röntgenbild. 67 Patienten hatten wir, da hatten 8 Untersucher, davon 5 Weiterbildungsassistenten. Und jetzt sehen Sie mal das Ergebnis. 33 von 55 Frakturen, also 96%, wurden sonografisch erkannt. Einmal falsch positiv, einmal falsch negativ. Und das heißt, wir hatten eine Sensitivität von 96%. Und das überlegen Sie sich bei 8 Untersuchern, 5 Weiterbildungsassistenten und nur 3 Fachärzte. Also auch bei relativ unerfahrenen Kollegen ist das eine sehr einfache Untersuchungstechnik, mit der Sie sehr schnell zu guten Ergebnissen kommen. Dann die Frage, wie unterscheidet sich die Achsmessung eigentlich bei einer Dislokation? Und wir sehen hier, dass der Unterschied zwischen radiologischer und sonografischer Messung im Durchschnitt 2 Grad beträgt. 1,9 oder 2 Grad. Und das ist natürlich am distalen Handgelenk ist das so gut wie nichts. Das 2 Grad, würde ich sagen, ist noch innerhalb der Messtoleranz. Also Sie messen auch die Achsabweichung im Ultraschall sehr einfach und schnell. Dann zu den Schmerzen. Das haben nicht nur wir untersucht, sondern auch ein paar Kollegen. Wir sehen, bei allen 3 Untersuchungen kam raus, dass der Ultraschall schmerzärmer ist als das Röntgen, eben weil Sie keine Lagerung brauchen, weil Sie ein kühlendes Ultraschallgel haben und Sie müssen auch den Schallkopf nicht feste aufdrücken. Also Sie müssen einfach nur Kontakt haben, dann können Sie das darstellen. Sie müssen nicht feste draufdrücken und deswegen tut es weniger weh und es ist natürlich auch noch angstfreier. Und dann haben wir noch eine etwas neuere Studie gemacht und da gesehen den Wrist-Safe, den ich Ihnen gleich zeige, damit sparen wir 81% der Röntgenaufnahmen am Handgelenk, wenn man natürlich immer noch Indikationen hat, wo man es macht, also bei Unsicherheit oder bei einer Operationsindikation. Wir haben gesehen, man kann auch ein Review durchführen. Das heißt, wenn Sie die Bilder richtig dokumentieren, können Sie am nächsten Morgen in der Röntgenbesprechung das genauso besprechen wie die Röntgenbilder auch. Die Inter-Rater-Reabilität ist 0,96. Das heißt, 96% stimmt der Erstuntersucher, der die Untersuchung gemacht hat, mit dem Reviewer überein. Also bei einer guten Dokumentation können Sie das sehr schön machen. Und wir hatten 498 Fälle. Und wenn Sie nach dem Wrist-Safe vorgehen, dann hat das Röntgen in keinem einzigen Fall zu einer Therapiekultur geführt. Dann zur Zeit, wie lange brauchen Sie dafür? Sie sehen hier die Anzahl der Fälle in der Y-Achse und die Zeit in der X-Achse. Und Sie sehen, nach ungefähr 300 Sekunden haben wir fast alle Fälle abgearbeitet. Das heißt, mit Anamneseerhebung, mit Untersuchung sind Sie in den allermeisten Fällen nach 5 Minuten fertig. Und Sie müssen den Patienten nicht wegschicken, sondern Sie müssen ihn nur einmal sehen. Dann die Diagnose und können direkt die Therapie einleiten. Dann die Lerngruppe, wie viele Untersuchungen braucht man. Auch das haben wir aus dieser Studie extrapoliert durch einen Statistiker. Und Sie sehen, wenn Sie 100 Fälle gemacht haben, ist die Fehlerrate unter 1%. Das heißt, wir legen uns mal so weit aus dem Fenster und sagen, wenn Sie 100 Fälle bearbeitet haben, dann können Sie das auch. Und das ist jetzt der Wrist-Safe.
Das ist eigentlich der Algorithmus für die Fraktursonographie. Jetzt mal beispielsweise fürs Handgelenk, zeige ich Ihnen gleich nochmal. Sie machen erst oben die Untersuchung, grenzen das Ganze ein, machen Ihre Ultraschalluntersuchung in 6 Längsschnitten. Wenn Sie jetzt nach links gehen, sehen eine Fraktur und die ist nicht oder tolerabel dissoziiert. Dann machen Sie Ihre Gipsbehandlung, machen sonografische Stellungskontrollen. Sehen Sie, Sie wollen eine OP machen oder reponieren, dann sollten Sie ein Röntgenbild in 2 Ebenen machen. Wenn Sie auf die rechte Seite gehen, Sie sehen keine Fraktur und Sie haben Druckschmerzen oder eine Schwellung im Seitenbereich, dann machen Sie einen Gips. Der Patient kommt nach 5 Tagen wieder. Haben Sie dann immer noch Beschwerden, machen Sie ein Röntgenbild, weil im Sono haben Sie ja nichts gesehen. Hat der Patient dann keine Beschwerden mehr, dann können Sie das Ganze abschließen. Also eine recht gute Vorgabe. Das ist ähnlich in verschiedenen Lokalisationen. Am Handgelenk natürlich das Einfachste und für die meisten Kollegen auch das Sicherste. Ich zeige Ihnen hier nochmal ein paar Bilder, damit Sie auch sehen, das sieht im Ultraschall auf der linken Seite genauso aus wie im Röntgen auf der rechten Seite. Und auch die Achsabweichung können Sie gut darstellen. Dann die nächste große Indikation, die Ellenbogenfrakturen bei Kindern. Sie wissen, es gibt eine ganze Menge verschiedener Frakturen. Das heißt, das ist ein bisschen anders als am Handgelenk. Am Ellenbogen machen wir nur einen Frakturausschluss, keine Frakturdiagnostik. Sie kennen das, das ist das Fettpad-Sign. Wann immer Sie eine ellenbogennahe Fraktur haben, haben Sie ein positives Fettpad-Sign. Und das ist ja, also das, was Sie im Röntgen als Fettpad-Sign kennen, das ist ja ein intraartikulärer Gelenkerguss. Wenn wir den nicht haben, ist eine Fraktur extrem unwahrscheinlich. Und das machen wir uns zunutze. Denn wir machen einen dorsalen Längsschnitt, links im klinischen Bild, rechts in der anatomischen Zeichnung. Sie machen einen dorsalen Längsschnitt. Wenn Sie da einen Gelenkerguss sehen, ein positives Fettpad-Sign, dann machen Sie Röntgendiagnostik. Wenn Sie das nicht sehen, dann haben Sie eine Fraktur mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen und brauchen erstmal keine Röntgendiagnostik. Und da sehen Sie links, ich kann jetzt hier leider mit dem Dings, da sehen Sie es doch. Okay, also hier ist das, der distale Humerus, hier ist die Gelenkkapsel und wenn sich das so in gerader Linie fortsetzt und dieser Winkel hier spitz ist, dann haben Sie ein negatives Fettpad-Sign. Da ist kein Gelenkerguss drin. Sie sehen hier, da geht es so hoch, da haben Sie keinen spitzen Winkel mehr und die Gelenkkapsel setzt sich nicht in gerader Linie fort. Das heißt, da haben Sie einen positiven Gelenkerguss, hier unten genauso. Die Gelenkkapsel ist hier ein bisschen abgehoben, da ist Flüssigkeit drin, setzt sich hier nicht in gerader Linie fort. Das sind positive Fettpad-Signs und dann machen Sie ein Röntgenbild. Das sind 2 negative Befunde, da brauchen Sie erstmal kein Röntgenbild. Das führt uns dann zum ElbowSafe. Ähnlich wie gerade schon, Sie machen die Untersuchung, Sie machen Ihre Sonografie, sehen Sie ein positives Fettpad-Sign, machen Sie Röntgenbild, alles andere wird vom Röntgen gesteuert. Sehen Sie kein Fettpad-Sign, brauchen Sie kein Röntgen, machen erstmal eine symptomatische Therapie, machen Ihre klinische Kontrolle nach 5 bis 7 Tagen. Bei weiter bestehenden Beschwerden machen Sie ein Röntgenbild. Ist der Patient beschwerdefrei, können Sie es abschließen. Dann dritte große Indikation, die Schulter. Sie wissen, die OP-Indikation an der Schulter leitet sich aus der Dislokation ab. Und wir haben das hier mal getestet. Wir haben hier einen Draht von 120 Grad in so ein Phantom eingebracht, haben Röntgenaufnahmen in 2 Ebenen gemacht. Und da sehen Sie, auch wenn Sie die korrekt machen, können Sie sich verschätzen. Das heißt, Sie können sich um 20 Grad mit der Dislokation verschätzen. Und Sie können den proximalen Humerus nicht gut in 2 Ebenen röntgen. Das liegt daran, weil er natürlich schmerzhaft ist nach einer Verletzung. Wenn Sie den immer drehen müssen um 100 Grad, wird es schwierig, das zu röntgen. Dann kommen solche Röntgenaufnahmen dabei raus. Und da sehen Sie, es ist im Grunde 3-mal die gleiche Aufnahme. Es sind vielleicht 1,2 Ebenen, die hilft Ihnen gar nicht weiter. Da kann der Kopf davor oder hinter dem Schaft stehen. Das müssen Sie auf jeden Fall nochmal richtig röntgen. Und das ist sehr schmerzhaft. Und da hilft uns die Fraktursonographie ganz einfach weiter. Sie haben den Patienten, Sie machen von vorne, von lateral und von dorsal Ihre Ultraschallebene. Und dann können Sie den Arm um 90 Grad nach außen drehen. Also wenn der Patient kommt mit dem Arm vorm Bauch, dann müssen Sie nur in die Neutralebene drehen und machen dann hier die 4. Ebene von vorne. Und dann haben Sie mit dem Ultraschall mit sehr wenig Bewegung den proximalen Humerus in 4 Ebenen gesehen und können sehr schön die Dislokation, können Sie viel besser beurteilen, als Sie es mit dem Röntgen können. Hier mal ein paar Bilder dazu. Hier sehen Sie, das ist der Kopf, Epiphysenfuge, proximales Fragment, Fraktur und hier das distale Fragment. Nochmal ein Bild, Kopf, Epiphysenfuge, proximales Fragment, Fraktur und distales Fragment. Das heißt, Sie sehen auf dem Ultraschall wirklich sehr gut auch die Frakturen, die können Sie sehr gut visualisieren. Hier nochmal ein Beispiel. Das ist hier das Tuberculum minus und hier ist so eine kleine Wulstfraktur, die können Sie auf dem Bild gar nicht sehen. Und auch hier, die Fraktur sehen Sie sofort auf dem Ultraschall, die versteckt sich hier hinter der Scapula in der axialen Aufnahme. Also da müssen Sie schon genau hingucken. Also eine ganz einfache Technik, um die Frakturen darzustellen.
Dazu gibt es den Shoulder Safe. Sie kennen das, Untersuchung, Sonografie. Sehen Sie eine Fraktur, machen Sie sonografisch Ihre Achsbestimmung. Mit dem Unterschied am proximalen Humerus, wenn Sie eine Fraktur sehen, müssen Sie immer eine Ebene röntgen. Warum? Weil es da pathologische Frakturen gibt, mit zum Beispiel Tumoren oder häufiger Knochenzysten. Und die, haben wir ja gesagt, können Sie im Ultraschall nicht gut darstellen. Das heißt, wenn Sie eine Fraktur sehen, dann machen Sie auch ein Röntgenbild. Wenn Sie keine Fraktur, brauchen Sie kein Röntgen, machen symptomatische Therapie, Kontrolle nach 5 Tagen, bei weiter bestehenden Beschwerden, Röntgenbild. Also Sie sehen, diese SAFE-Algorithmen, die ähneln sich alle sehr. Und das sind die 3 Hauptindikationen gewesen. Also Handgelenk, Ellenbogen und Humerus, die häufigsten oder 3 der häufigeren Faktoren im Kindesalter. Und damit können Sie schon sehr viel Röntgendiagnostik oder sehr viel Röntgenbilder sparen. Es gibt natürlich noch viel mehr Indikationen, die will ich Ihnen noch mal eben im Schweinsgalopp gerade vorstellen. Klavikularfraktur, kennen Sie, braucht man eigentlich bei Kindern fast gar keine Bildgebung. Sie können das klinisch diagnostizieren, denn es gibt praktisch keine Operationsindikation im Kindesalter, abgesehen von der offenen Fraktur und Gefäßnervenschäden. Das heißt, so bis 10, 11 Jahre reicht es, wenn Sie das klinisch machen. Wenn Sie Sonografie machen wollen, können Sie machen. Wenn Sie Röntgenbild machen wollen, können Sie auch machen. Aber brauchen tun Sie es nicht unbedingt. Aber war die erste Indikation. Dann auch beim Erwachsenen die AC-Gelenkssprengung. Sie sehen hier diese TOSSI-3-Verletzung. Hier sehen Sie im Ultraschallbild die laterale Clavicula und hier unten das Acromion. Und den Abstand sehen Sie ja auch. Und Sie können richtig mit dem Ultraschallkopf oben drauf drücken und dann das Klaviertastenphänomen auslösen. Und dann können Sie richtig diesen Teil runterdrücken. Das sehen Sie hier oben in dem Bild. Sie können also sonografisch unter Sicht ein Klaviertastenphänomen ausdrücken. Dann die SC-Sprengung, also die sternoklavikuläre Sprengung. Da müssen Sie immer einen Seitenvergleich machen. Und wenn Sie da einen Unterschied sehen zwischen den beiden Gelenken, so wie hier bei dieser dorsalen Luxation, dann müssen Sie eine Schnittbilddiagnostik machen. Sehen Sie keinen Unterschied, können Sie sich die auch erstmal sparen. Dann Rippenfrakturen, auch sehr häufige Indikationen, eigentlich auch schon älter als die, die wir gerade genannt haben. Auch da gibt es verschiedene Frakturzeichen. Die zeige ich nochmal eben. Hier sehen Sie einmal den Achsknick und das Hämatom. Wir sehen hier dieses Chimney Sign, den Kamineffekt. Natürlich den Frakturspalt. Oder Sie sehen diesen Versatz. Das sind wieder im Grunde die Frakturzeichen, die Sie schon kennen. Und die können Sie an der Rippe genauso sehen. Da grenzen Sie natürlich die Region of Interest erstmal klinisch ein. Und da, wo es weh tut, machen Sie einen Ultraschall. Und nur da gucken Sie nach. Aber die Sensitivität ist höher als im Röntgen. Dann Sternumfraktur, auch sehr schön. Sehr schöne Indikation, weil Sie durch einen einfachen Lenkschild das schon sehen können. Hier haben wir mal einen Schockraum-CT aus unserer Klinik. Da sehe ich auch heute noch nichts drauf. Der Patient hatte weiter Schmerzen, dann haben wir einen Ultraschall draufgehalten, dann haben wir diese Fraktur gesehen, waren wir natürlich mächtig stolz, dass wir besser waren als das CT und haben dann nochmal ein CT nachgefahren, Dünnschicht-CT, und da sieht man die Fraktur dann auch. Und wenn man das Schockraum-CT nochmal neu ausrechnen lässt, kann man auch da die Fraktur sehen, da waren wir dann ein bisschen enttäuscht hinterher. Aber Sie sehen, die Sternumfraktur ist eine gute Indikation für die sonografische Diagnostik, weil Sie eben immer sonst Schnittbild brauchen und nicht mit der Nativdiagnostik weiterkommen. Dann kennen Sie vielleicht eine Toddler's Fracture, Kinder, die nicht laufen wollen, haben dann manchmal solche fürchterlichen Verläufe, wo das ganze Kind geröntgt wird. Da können Sie mit dem Ultraschall erstmal nachgucken, sehen Sie irgendwo eine dislozierte Fraktur oder sehen Sie irgendwo eine Frakturlinie und dann röntgen Sie da gezielt nach. Also auch das sehr schön zum Einsparen von Röntgenbildern. Hier sehen Sie mal als Beispiel eine Wulstfraktur in der distalen Tibia. Hier sehr schön den Knick, da den Wulst, da auch den Wulst. Das finden Sie hier unten im Röntgenbild wieder. Also das können Sie sehr schön mit dem Ultraschall darstellen. Dann eine ganz hervorragende Indikation, Tibia-Wulst-Fraktur bei Kindern. Da sehen Sie auf den Röntgenbildern, das liegt einfach an dem dreieckigen Querschnitt. Sehen Sie hier so einen ganz kleinen Wulst, da müssen Sie schon genau hingucken. Und wenn Sie einen Ultraschall, also ich erkläre es mal eben, das ist die proximale Tibia. Und wenn Sie von oben und von vorne röntgen, dann ist die hintere Kortikalis dahinter. Wenn Sie hier die Fraktur haben, wenn Sie von der Seite röntgen, ist die laterale Kortikalis dahinter. Das heißt, die Fraktur kann sich immer hinter den beiden Kortikalis verstecken. Und darum können Sie die in den beiden Ebenen nicht gut sehen. Und sobald Sie einen Ultraschall machen, sehen Sie es sofort innerhalb von 3 Sekunden. Sehr einfache, sehr schöne Technik. Gut, das war im Schweinsgalopp einmal durch das Gesamtgebiet der Fraktursonografie, habe ich Sie durchgepeitscht. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen und Sie haben ein bisschen was verstanden. Vielen Dank. Ja, Herr Dr. Ackermann, vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr spannend. Es ist natürlich ein sehr, sehr großes Themenfeld.
Da gibt es natürlich viel zu erzählen. Wir haben ja auch schon die ersten Fragen drin. Wenn Sie jetzt noch weitere Fragen haben, gerne einfach in den Chat stellen. Ich habe hier schon ein, zwei, drei spannende gesehen. Die klären wir gleich. Sie hatten ja jetzt auch gesagt, im Prinzip kann man das mit jedem Ultraschallgerät machen. Und früher haben Sie es mit Ihrem alten Siemens gemacht. Jetzt ist es ja nicht mehr so, sondern jetzt nutzen Sie ja auch teilweise ein anderes Gerät. Unter anderem ein Handheld-Gerät. Und da würde ich ganz gerne mit Ihnen noch mal kurz drüber sprechen. Ich habe mich jetzt mal rausgetan, oder? Genau, machen wir so. Und da würde ich gerne noch mal kurz mit Ihnen drüber sprechen, wie das mit dem Handheld für Sie funktioniert. Wo setzen Sie da an? Und wie zufrieden sind Sie damit? Wie sind Sie darauf gekommen? Was hat das für Vorteile für Sie? Ja, also ich hab's sogar dabei. Wir wollen jetzt keine große Werbung machen, aber das ist ein Clarius-Gerät. Es gibt ja verschiedene Handheld-Geräte, die es heutzutage auf dem Markt gibt. Es gibt allerdings nur wenig Geräte, die auch für die KV zugelassen sind. Das sind für die ärztlichen Kollegen immer von großem Interesse. Kann ich es über die KV abrechnen oder nicht? Und das Gerät ist halt eins, da dürfen sie das. Und das haben viele andere noch nicht. Der Vorteil ist natürlich, es ist schön klein, man kann es überall hin mitnehmen. Der Nachteil ist, es ist schön klein und Sie können es überall vergessen. Oder wenn Sie es im Raum mit dem Patienten lassen, haben Sie irgendwann zwei davon liegen. Also da müssen Sie aufpassen. Gibt Leute, die klauen alles. Das heißt, wenn Sie Ihr normales Ultraschallgerät da stehen haben, das nimmt keiner mit. Aber wenn Sie den Patienten eine halbe Stunde mit dem Ding alleine lassen, sehen, das kann man schön in die Tasche stecken, dann muss man aufpassen. Wir haben das so gelöst, dass wir halt einen abschließbaren Schrank haben. Ich habe jetzt mehrere Geräte, ich habe in jedem meiner Untersuchungsräume immer ein Gerät stehen und eins war kaputt und dann wollte ich halt mal so ein Handheld haben, was man eben auch mal draußen in der Welt benutzen kann. Deswegen ist das ein bisschen lästig. Wir haben halt einen abschließbaren Schrank dafür und ich habe den stehenden Schlüssel dafür immer dabei. Von der Bildqualität her ist es gut, also es ist ja natürlich nicht mit einem High-End-Gerät vergleichbar, aber es ist für die Indikationen, für die wir das anwenden, ich habe gesagt, ich bin Orthopäde-Unfallchirurg und das ist muskuloskeletaler Ultraschall, da ist es wirklich sehr gut geeignet. Die Bilder sind natürlich ein bisschen kleiner, weil sie müssen dazu noch ein iPad oder ein Tablet kaufen. Ich bin vom iPad dabei überzeugt, darum nehme ich das immer. Das ist natürlich ein bisschen kleiner als am Bildschirm, aber Sie können es wirklich gut erkennen. Ich finde es von der Auflösung her, wie gesagt, es ist ein bisschen drunter unter den stationären Geräten, die ich habe, aber für die Indikationen, die ich habe, vollkommen ausreichend. Und der große Vorteil ist, finde ich halt, man kann es überall mitnehmen. Man kann es mit in den Urlaub nehmen, man kann es mit nach Hause nehmen, wenn man mal jemanden von Bekannten oder Verwandten schallen will. Und es ist von der Bedienung her wirklich gut. Es dauert ein paar Sekunden, bis es an ist. Und ich finde, die Eingabe von den Namen ist auch ein bisschen umständlicher, als wenn Sie es am stationären Gerät machen, aber es ist jetzt eigentlich alles machbar. Und was ich ein bisschen lästig finde, ist, dass man halt immer eine App dafür braucht, die man sich runterladen muss, aber wenn Sie sie einmal eingerichtet haben, funktioniert es auch. Und also ich habe es jetzt für 3 Monate benutzt, ich habe es auch gekauft und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Ja, freut mich sehr. Wir sind ja große Verfechter von Handheld-Ultraschallgeräten. Und deswegen finde ich das immer sehr spannend, dann auch einen Erfahrungsbericht zu haben von jemandem, der jetzt auch schon wirklich ein bisschen mehr damit gearbeitet hat im Praxisbetrieb und dann auch einfach mal ein bisschen Feedback reinspielen kann. Die Clarius-Geräte sind natürlich, Ackermann hat es gerade schon gesagt, ein kleiner Teil. Wir haben jetzt in unserem Portfolio derzeit diese 5. Da eignet sich tendenziell vielleicht auch noch die ein oder andere Sonde mehr für die Fraktursonographie, wo wir aber guten Gewissens eine Empfehlung aussprechen können, ist, wie Herr Dr. Ackermann auch gesagt hat, das Clarius. Hier sehen wir jetzt die Konvexsonde, das sind eben Einzelsonden. Da gibt es eben aber auch die Linearvariante als L7 und L15, die dann eben eine unterschiedliche Eindringtiefe haben. Akkulaufzeit von circa einer Stunde und eben diverse Betriebsmodi von klassischen B-Modus über Pulswave-Doppler, Farbdoppler. Elastographie ist ein theoretisches Feature, muss man ja auch ehrlich so sagen. Da würden wir dann doch eher zum Standgerät greifen, aber ist auf jeden Fall als kanadischer Hersteller auch, was das Thema Bildqualität angeht, mit ein Topmodell in den Handheld-Geräten. Ein weiteres Produkt, was sich für die Fraktursonographie eignen würde, ist das Yuki Q7. Hier haben wir den Unterschied, dass wir
die ganze Sonde als flexible Sondenköpfe gestalten können. Das bedeutet, wir können im Prinzip einfach von dem Gerät den Kopf abziehen und einen anderen Kopf draufstecken. Und ich brauche dann nur noch die Sondenköpfe zu kaufen und nicht jedes Mal eine vollwertige Sonde, wenn ich jetzt ein bisschen breiter aufgestellt sein muss oder sein möchte, was meine Sondenkopfauswahl angeht. Die gibt es aber auch in der Fix-Variante. Also auch da gibt es da natürlich Preisunterschiede. Modelle starten beide ab 5.200 Euro. Hat ja auch ein bisschen mehr Akkulaufzeit, aber wenn man sich eben für die Flex-Variante entscheidet, dementsprechend auch etwas teurer. Das sind aber so die beiden Modelle in unserem Portfolio, die sich dafür sehr, sehr gut eignen. Über die Vor- und Nachteile können wir auch noch ganz kurz sprechen. Was die Patientenversorgung angeht, bin ich natürlich ein bisschen mobiler, kann direkt am Point of Care arbeiten. Dementsprechend kann ich da die Patientenversorgung ein bisschen verbessern. Habe einen einfachen Transportweg, passt super schön in die Kitteltasche oder in die Arzttasche, dementsprechend auch weniger Platzbedarf, besonders wenn ich vielleicht in meinen Praxisräumlichkeiten ein bisschen eingeschränkter bin oder ich bin bei Hausbesuchen unterwegs. Dadurch, dass ich auch ein Gerät nicht immer mitnehmen muss oder im Zweifel, wenn ich im MVZ arbeite, nicht immer einen Ultraschallraum belegen muss oder darauf warten muss, dass er wieder frei wird, kann ich damit im Zweifel auch meinen Patientendurchsatz erhöhen. Und spare natürlich bei, wenn wir jetzt hier über 5.000, 6.000 Euro reden, im Vergleich zu einem Standgerät natürlich auch noch ein bisschen Geld. Der kabellose Betrieb dank Akku ist natürlich ein weiterer Punkt. Macht natürlich auch Spaß, wenn man einfach ein bisschen mobiler ist bei der Arbeit und sich nicht immer mit den Kabeln rumärgern muss. Natürlich muss man auch dazu sagen, eingeschränktes Sichtfeld ist natürlich auch ein Nachteil und auch die Bildqualität kann natürlich nicht mit einem High-End-Gerät mithalten. Da kann man, hast auch gerade schon gesagt, das muss man auch ehrlich so sagen, aber für grundlegende Diagnostik reicht es auf jeden Fall und da hat sich die Bildqualität im Bereich Handheld über die letzten Jahre auch ordentlich weiterentwickelt. Es gibt immer noch, auch das wurde schon angemerkt, HV-Abrechnungsprobleme, die jetzt zunehmend verschwinden. Die einzelnen Hersteller stellen da Gewährleistungserklärungen aus, die dann auch von den Krankenkassen jetzt größtenteils akzeptiert werden. Da helfen wir aber auch immer gerne bei solchen Projekten, wenn Sie bei uns so ein Gerät erwerben, dann ist das natürlich unser Medizinio-Service, dass wir uns mit Ihnen zusammen darum kümmern, dass wir das Ding auch bei der KV zugelassen bekommen. Genau. Ist eben nicht für Feindiagnostik geeignet oder sehr, sehr anspruchsvolle Untersuchungen. Da haben wir schon gesagt, wo ich dann wirklich ein High-End-Gerät brauche. Aber das sind so im Groben die Vor- und Nachteile. Bei uns ist es so, dass es ein Try-and-Buy-Modell gibt. Das heißt, Sie können die Geräte bei uns für 2 Wochen mieten und die Geräte bei sich in der Praxis einfach mal testen. Wenn Sie sagen, ist nichts für mich, dann schicken Sie das Ding einfach wieder zurück. Wenn Sie sagen, wow, finde ich total klasse, dann können Sie das gerne behalten und wir rechnen den Mietpreis an den Kaufpreis an. Es gibt auch eine digitale Einweisung durch unser Team und natürlich, first and foremost, eine persönliche Beratung. Das heißt, wenn Sie bei uns anfragen, kümmern sich meine Kolleginnen aus dem Handheld-Team, besonders Frau Kühn, die da den Hut auf hat, darum, dass wir das richtige Gerät für Ihre Praxis und für Ihren Anwendungsbereich finden und wir da eben auch auf den richtigen Hersteller zurückgreifen. Die verlinke ich hier jetzt nochmal ganz kurz als Ansprechpartnerin. Wenn Sie Interesse an so einem Handheld-Ultraschallgerät haben, dann melden Sie sich gerne bei uns. Sie bekommen morgen auch nochmal eine E-Mail mit den Kontaktdaten von Frau Kühn. Ganz unverbindliche Beratung. Wenn sich das Thema einfach interessiert, können wir da gerne nochmal reinsteigen. Das wollte ich jetzt gerne an der Stelle nochmal teilen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt springen wir einfach mal in die Fragen rein und arbeiten uns mal von oben nach unten ab. Vorhin gab es hier eine Frage zum Thema juristischer Streitfall, also von juristischer Seite. Wenn ich da mit einer Schiedsstelle spreche, akzeptiert die eine Sonografie statt Röntgen, wenn es da zum Streitfall kommt? Ja, es gibt ja jetzt, wir haben ja jetzt hier vor, dass wir die Leitlinien veröffentlicht haben. Da stehen die Indikationen ganz klar drin. An die müssen Sie sich natürlich halten. Das heißt, Sie können nicht einfach irgendwo alles mit dem Ultraschall sich angucken. Aber es gibt sehr viele Indikationen. Und wenn Sie die beherzigen und die genauso wie im Röntgen, müssen Sie halt die richtige Dokumentation machen. Aber dann ist das zu akzeptieren, weil die Leitlinien sind ja dafür jetzt veröffentlicht. Mir ist noch kein Fall bekannt, wo es da zu einer Streitigkeit kam, aber ich bin jetzt natürlich auch kein Jurist, sondern ich bin nur Arzt, von daher bin ich da jetzt vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner. Aber im Prinzip, wenn Sie leitliniengerecht arbeiten, und das ist relativ einfach, dann sind Sie damit auch abgesichert. Ja,
Das ist ja auf jeden Fall schon mal eine Antwort, mit der man ein bisschen was anfangen kann. Die Sternumfraktursonographie, da gab es nochmal eine Rückfrage. Vielleicht können wir da gleich nochmal in die Präsi nochmal reinspringen und dann nochmal irgendwie 2 Minuten länger mit verbringen, dass es da noch Verständnisprobleme gab, wie das jetzt genau abläuft. Vielleicht schieben wir das nochmal ein bisschen auf, dass wir dann gleich da nochmal in die Präsentation reinspringen. Das können wir vielleicht gleich zuletzt nochmal abarbeiten. Ja. Nur, dass wir das schon mal auf dem Schirm haben. Kann man bei der AC-Gelenksverletzung eine Verschiebung in der Transversalebene darstellen? Ja. Erweiterte Klassifikation nach Rocco Typ 5. Ja, im Prinzip schon, hört sich einfacher an, als es ist. Wenn Sie die Luxation, also Sie können die Luxation auf jeden Fall sehen. Es ist nicht ganz so einfach, die darzustellen, also die zu klassifizieren, so wie auf dem CT. Aber wenn Sie sehen, da ist eine Verschiebung da, die relevant ist, dann sollten Sie eine Schnittbilduntersuchung hinterher schieben. Also Sie können auch von vorne schallen. Ich habe ja gezeigt, wie es von oben geht. Sie können auch von vorne schallen und da sehen Sie auch eine Dislokation. Nur die genaue Messung, die ist nicht ganz so einfach. Da würde ich dann eher ein CT machen. Okay. Weil Sie haben dann halt die Indikation fürs CT und eine sichere CT-Indikation. Okay. Dann haben wir hier noch, funktioniert die sonografische Diagnostik am Sternum auch in ähnlicher Qualität bei Erwachsenen? Die funktioniert nur bei Erwachsenen. Also ist vielleicht in der Eile nicht so ganz klar geworden. Es gibt ja Indikationen bei Kindern und bei Erwachsenen. Im Kurs gehen wir auf sowas nochmal ein bisschen dezidierter ein. Wenn Sie eine Sternumfraktur beim Kind haben, dann haben Sie immer eine schwere Thoraxverletzung. Und dann müssen Sie immer Schnittbilddiagnostik machen. Also gibt es, das sind ja meistens immer Verkehrsunfälle oder Stürze aus großer Höhe oder irgendwie sowas, immer ein Polytrauma. Bei kindlichen Thoraxverletzungen hat die Sonografie nichts verloren. Das heißt, das ist immer eine Domäne der Schnittbilduntersuchung. Die gilt also nur für Erwachsene. Und bei Erwachsenen ist es, wie gesagt, ganz einfach. Okay, Sie haben es gerade schon angesprochen in Ihrem Kurs. Vielleicht können Sie ja auch noch mal 2 Worte zu verlieren. Ja, ich will jetzt hier nicht so viel Werbung machen, aber wir bieten halt auch Kurse dafür an. Sie können die besuchen, wenn Sie wollen. Sie kriegen, glaube ich, den Link auch noch zugeschickt. Können Sie sich raussuchen. Da gehen wir halt auf diese Dinge ein. Die sind dann einen ganzen Nachmittag. Es gibt auch eine Online-Variante und da werden Sie ein paar von den Folien wiedersehen und wir gehen aber natürlich noch ein bisschen mehr in die Tiefe, weil wir da ein bisschen mehr Zeit haben. No, aber es ist ja gut zu wissen. Ich habe schon im Vorfeld einige Fragen bekommen, wenn man sich dafür eine Fortbildung interessiert, an wen man sich da wenden muss. Und es ist natürlich eine schöne Sache zu wissen, dass Sie da auch diese Kurse anbieten und durchführen. Wir haben noch eine Frage zum Thema Handwurzelknochenfraktur. Kann man das damit auch darstellen? Mittelhand- und Fingerfrakturen sollten auch möglich sein. Wie sieht es mit der auch häufigen Außenknöchelfraktur aus? Ja, Außenknöchelfrakturen können Sie qualitativ darstellen. Es gibt aber nur keine Literatur. Das heißt, wenn Sie mich so fragen, würde ich sagen, jo, die meisten können wir wirklich sehen und können damit auch die OP, die Röntgenindikation stellen. Es gibt aber keine Literatur darüber. Das heißt, wir haben uns ja im Rahmen der Leitlinienkoordination damit beschäftigt. Und wir erwarten, dass das in den nächsten Jahren ein bisschen mehr untersucht wird. Qualitativ, ja, können Sie die darstellen, aber Sie können zum Beispiel nicht sicher eine Weber B von einer Weber C Fraktur oder keine trimalveoläre Fraktur können Sie nicht sicher darstellen. Also das Volkmann-Dreieck können Sie nicht sicher darstellen. Und was wichtig ist, Sie können es auch nicht sicher ausschließen. Das heißt, wenn Sie da eine Fraktur sehen, dann müssen Sie auch ein Röntgen mit dazu machen. Dann gibt es hier noch eine Frage zum Thema Schmerzgel. Sollte eine Schmerzgel-Applikation vor der Untersuchung erfolgen? Nein, brauchen Sie nicht. Das tut nicht weh. Das Schmerzgel hilft nicht viel, weil es ja in der kurzen Zeit überhaupt nicht durch die Haut kommt. Aber die Untersuchung selber tut nicht weh. Also das ist, wie gesagt, Sie machen das Gel drauf, Sie müssen nicht fest draufdrücken und Sie müssen nicht lagern. Also zumindest in den allermeisten Fällen brauchen Sie nicht zu lagern. Und das ist eine schmerzarme Untersuchung. Wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, werden Sie das sehen. Wenn Sie natürlich jetzt einen haben, der schon vor Schmerz schreiend reinkommt und gar nicht weiß, wo er hin soll, dann ist es die falsche Untersuchung. Aber das haben Sie nur selten. Also in allermeisten Fällen macht es wenig oder keine Beschwerden. Okay, verstanden. Dann hatten wir hier noch eine Frage zum Thema, jetzt muss ich gerade noch mal wieder hochscrollen, Sternumfraktursono. Ich sehe gerade, dass der Kollege oder die Kollegin jetzt gerade gar nicht mehr im Webinar ist. Weiß nicht, ob wir da trotzdem noch mal einsteigen wollen, überlasse ich Ihnen.
Ach so, ja, ich muss mal eben einmal gucken. Also von den Bildern her, die hatte ich, also im Prinzip ist es so, die Bilder helfen im Moment nicht weiter. Sie machen dann einen Längsschnitt über dem Sternum und fahren im Grunde oben vom Manubrium einmal runter bis zum Xiphoid und beurteilen dann eben die Corticalis, die Sie sehen. Und Sie sehen praktisch alle Frakturen am Sternum, qualitativ sehen Sie die. Also Sie sehen Fraktur ja oder Fraktur nein. Und wenn Sie dann natürlich eine haben, dann müssen Sie sich überlegen, war das jetzt einfach nur eine einfache Gurtverletzung oder war es jetzt wirklich, was weiß ich, ein schwerer Vergessenfall? Dann sollten Sie noch Schnittbilddiagnostik hinterher schießen, weil ja intertorakale Verletzungen auftreten können. Aber im Prinzip ist es ein einfacher Längsschnitt von oben nach unten. Und die Untersuchung dauert ungefähr, na, 30 Sekunden bis eine Minute. Das heißt, Sie sind relativ schnell durch. Und die ist im Wesentlichen, wie gesagt, für Erwachsene geeignet oder bei Kindern allenfalls in Ausnahmefällen. Ist die Methode auch geeignet zum Ausschluss von metatarsalen Insuffizienzfrakturen im Erwachsenenalter? Die können Sie sogar besser sehen, als Sie die also Sie können die mit dem Ultraschall eher sehen, als Sie die im Röntgen sehen. Wenn Sie ein Röntgenbild machen, haben Sie ja meistens erst nach 3 Wochen eine erste Kallusbildung. Und das sehen Sie vorher mit dem Ultraschall. Das heißt, gerade die Insuffizienz, also die Marschfrakturen, die können Sie mit dem Ultraschall eher darstellen, als Sie es mit dem Röntgen können. Also sehr gute Spannend. Indikation. Spannend. Ja, ich glaube, dann warten wir noch mal 2 Minuten, ob hier noch ein, zwei Fragen eintrudeln. Wenn Sie noch welche haben, dann stellen Sie gerne jetzt. Ansonsten sind wir hier mit der Liste erstmal durch. Es gab hier noch die Frage nach einer Kopie der Aufzeichnung. Sehr, sehr gerne kriegen Sie morgen von uns noch mal eine E-Mail mit den Aufzeichnungen der Präsentation. Da können Sie sich das Webinar noch mal in aller Ruhe angucken für die Leute, die es vielleicht nicht ganz pünktlich geschafft haben. Und da sind auch noch mal die Ansprechpartner dabei, sowohl die Infoadresse von Herrn Dr. Ackermann als auch die Adresse von meiner Kollegin Frau Nadine Kühn. Und da können Sie gerne mit den beiden in Kontakt treten, wenn es da noch Fragen gibt. Jetzt kam mir gerade noch die Frage, Verzeihung, Sie wollten was sagen, Herr Dr. Kahn. Ja, ich habe gerade noch gesehen, Sono versus MRT, da ging es Genau. wahrscheinlich um die Insuffizienzfrakturen. Klar können Sie auch ein MRT machen, aber Sie müssen es erstmal kriegen. Und wenn Sie in der Praxis arbeiten, auch wenn Sie im Krankenhaus arbeiten, kriegen Sie nicht mal eben ein MRT für so eine Diagnostik. MRT ist, denke ich, sensitiver als das Ultraschall, weil das ein MRT ja auch ein Bone Bruise oder ein Knochenödem darstellt, was keine Veränderungen an der Knochenoberfläche macht. Aber die Verfügbarkeit ist halt viel schlechter. Das heißt, mit dem Ultraschall sind Sie wesentlich schneller und natürlich letztendlich kostengünstiger und Sie können es auch in der Praxis machen. Das ist natürlich richtig. Also das Thema MRT-Verfügbarkeit ist natürlich immer da. Entschuldigung, ich habe vorhin noch eine Frage gesehen, wo es um die Skaphoidfraktur an der Handwurzel ging. Und ja, es gibt Literatur, dass man die Skaphoidfrakturen im Ultraschall auch sehr gut sehen kann, auch qualitativ gut darstellen kann. Ich selber mache das nicht, weil ich traue mich das nicht. Ich glaube, dass die Sensitivität bei der Skaphoidfraktur nicht nahe bei 100% liegt. Und wann immer ich den Verdacht habe, es geht ja auch um die Konsequenz. Wenn ich die Fraktur übersehe, habe ich irgendwann eine Pseudarthrose und eine Slackwrist, die in niemand wieder gerade biegt. Das heißt, wenn Sie den Verdacht auf eine Skaphoidfraktur am Handgelenk haben, dann müssen Sie eine Schnittbilddiagnostik machen, CT oder ein MRT. Und da reicht das Ultraschall nicht aus, auch wenn Sie in den meisten Fällen es mit dem Ultraschall sehen können. Also stellt sich die Frage, wenn ich was sehe, dann muss ich eine Schnittbilddiagnostik machen. Wenn ich nichts sehe und ich habe trotzdem den Verdacht, muss ich trotzdem ein Schnittbild machen. Von daher finde ich das Einsatzgebiet nicht so gut da. Wenn Sie zum Beispiel eine distale Radiusfraktur bei einem Kind übersehen, bei einem 7-Jährigen, das wird sich sicher ausgleichen. Aber eine Skaphoidfraktur beim Erwachsenen zum Beispiel, die gleicht sich nicht wieder aus. Und deswegen mache ich das nicht. Aber es gibt Literatur, die sagt, ja, es geht. Also Sie können das eigentlich ganz gut sehen, aber mir reicht es nicht aus. Vielen Dank dann nochmal für die Erläuterung. Ich glaube, dann sind wir jetzt tatsächlich durch die Fragen durch. Ich fand das sehr, sehr spannendes Webinar. Es ist sehr spannend zu sehen, wie weit die Sonografie gekommen ist und wie was das für eine tolle Alternative ist, auch zum Röntgen. Und ich bin sicher, wenn sich das noch weiter etabliert, jetzt auch mit den neuen Leitlinien, dass sich da einfach die Strahlenbelastung auch nochmal weiter reduzieren lässt. Und für das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit heute, Herr Dr. Kammann. Das war ein Jedenfalls ganz toller Vortrag. herzlichen Dank und dass Sie sich das alles angehört haben.
Vielen Dank. Ja, und vielen Dank natürlich auch an Sie für die Zeit, die Sie heute aufgebracht haben, hier wieder uns beizuwohnen bei dem spannenden Thema Fraktursonographie. Wenn Sie up-to-date bleiben wollen, was unsere folgenden Webinare angeht, dann können Sie auch gerne auf unseren Social-Kanälen uns folgen. Das sind LinkedIn und Instagram. Da posten wir auch immer, sobald wir ein neues Webinar in Aussicht haben. Und auch da können Sie sich dann natürlich anmelden. Ansonsten freue ich mich sehr, Sie bei den nächsten Webinaren begrüßen zu dürfen. Und ja, vielen Dank nochmal für die Zeit an alle Beteiligten. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen, verdienten Feierabend und dann auch schöne Ostertage. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank und machen Sie es gut. Herr Dr. Ackermann, ich melde mich morgen nochmal bei Ihnen. Alles klar. Dankeschön. Tschüss.